Max, dann zuerst mal alles Gute für dich und danke für die Zusammenarbeit und die Frage ans Präsidium. Wie geht es denn jetzt weiter? Klar, steht jetzt erstmal was anderes im Mittelpunkt, aber es geht ja auch sportlich, muss es ja weitergehen. Das Transferfenster endet am Montag um 18 Uhr. Wer trifft jetzt die Entscheidungen? Wie seid ihr da aufgestellt und wie macht ihr weiter in Zukunft? Bin ich dran? Ja, wir haben natürlich versucht, diese Dinge jetzt auch im Vorgesprächen eben schon mal vorab zu klären. Wir sind natürlich in der glücklichen Lage, einen tollen Mann mit Steffen Korrell zu haben, der die Kontakte aufrechterhält. Die Entscheidungen werden wir gemeinsam treffen, was jetzt in naher Zukunft passiert und eben die Abwicklungen, die möglichen Abwicklungen und Anfragen, die vielleicht noch anstehen, auch über diese Schiene dann eben abzuwickeln.